Du möchtest dir einen Muldenlüfter kaufen in deine Küche? Dann schau dir dieses Video an, denn nicht für jeden ist er geeignet. Was du beachten musst und ob er zu deinen Kochgewohnheiten passt, zeige ich dir in dem Video. Viel Spaß! Ein Muldenlüfter ist im Endeffekt ein Dunstabzug mit einem Kochfeld kombiniert. Das heißt, du hast ein komplettes Gerät. In der Mitte ist die Dunstabzugsphase, links und rechts sind deine beiden Kochzonen. So ein Gerät ist immer zwischen 80 und 90 cm groß, je nach Hersteller. Mittlerweile hat eigentlich so gut wie jeder namenhafte Hersteller solche Geräte mit im Angebot. Bekannt oder sehr bekannt wurde es beispielsweise durch die Firma Bora. Die haben das sehr, sehr groß gemacht, das Thema, und waren im Endeffekt die Pioniere. Mittlerweile, wie gesagt, jeder Hersteller hat mehr oder weniger einen drinnen. Das Kochfeld ist immer 80 oder 90 cm, beziehungsweise das Gerät ist 80 oder 90 cm. Bei den meisten Herstellern brauchst du einen 90 cm Unterschrank, wobei es hier immer so sein wird, dass die erste Bedienblende immer dicht ist und nicht nutzbar ist, weil das Gerät einfach eine höhere Einbautiefe benötigt und deswegen hier die erste Schublade eben einfach fehlt. Grundsätzlich kann man das zum Beispiel so umgehen, dass man jetzt sagt, entweder du hast ein Gerät mit Drehknöpfe, man würde hier dann die Knöpfe montieren, oder du montierst links und rechts Steckdosen, wie es wir in der Ausstellung zum Beispiel hier gemacht haben. Im Endeffekt ist es so, 80er Gerät bedeutet aber nicht 80 cm Kochfläche, denn wenn du jetzt mal die Dunstabzugsphase rausnimmst und das Ganze zusammenschiebst, hast du effektiv eigentlich nur ein 60 cm breites Kochfeld, so wie du es von damals eigentlich schon kennst. Das heißt, wenn du ein großes Kochfeld haben möchtest oder auch mal zwei Pfannen übereinander stellen möchtest, wird das hier nicht funktionieren. Es wird maximal eine Pfanne gehen, zum Beispiel eine 28 cm Durchmesserpfanne, oben noch einen kleinen Soßentopf, aber dann ist auch Ende der Fahnenstange. Das andere muss auf die rechte Seite rüber. Hier solltest du dir anfangs einfach Gedanken machen, kochst du oft mit zwei, drei großen Pfannen oder mit größeren Töpfen und hat das vor allem alles Platz auf dem Kochfeld. Es ist so, im Endeffekt, wenn du jetzt einen Dunstabzug gewohnt bist, der über oben oder der über dem Kochfeld hängt, wirst du dich umgewohnen müssen von deinen Kochgewohnheiten. Dampf steigt heute und in 1000 Jahren einfach nach oben. Da wirst du nichts daran ändern und ich auch nicht. Und die Hersteller der Industrie auch nicht. Es ist einfach ein Gesetz. Deswegen muss man hier etwas anders kochen. Wenn du eine kleine flache Pfanne hast, so wie wir es hier im Beispiel haben, wird das sehr, sehr gut funktionieren. Die Pfanne ist flach. Im Ideal hat man noch eine leicht angeschrägte Pfanne, dann wird der Rauch schön nach zum Phrasen eben gezogen und er wird beispielsweise, wenn du dein Steak anbratest, sehr, sehr gut absaugen. Das Problem kommt, je höher das der Topf wird. Ich habe jetzt hier im Beispiel mal einen Soßentopf, das ist noch kein Spaghetti-Topf. Selbst hier im Beispiel bei einem kleinen Soßentopf sieht man, dass im Endeffekt ab einer bestimmten Zeit, wo das Wasser kocht, der Dunstabzug einfach den Dampf nicht mehr absaugt. Ich habe hier nicht viel Wasser drin, wenn du jetzt einen Spaghetti-Topf hast und entsprechend höheren Topf, wird das noch viel gravierender aussehen. Das heißt, immer wenn du mit Töpfen kochst, musst du im Endeffekt den Deckel leicht schräg legen, dem Gerät helfen, dass der Dunst quasi auf eine Seite transferiert wird mit Hilfe des Deckels, damit das überhaupt abgesaugt werden kann. Machst du das nicht, wird im Endeffekt der ganze Wasserdampf oder generell der ganze Dampf einfach in den Raum hineingeleitet. Das heißt, merke, bei höheren Töpfen immer mit Deckel kochen. Der eine mag es oder macht es sowieso schon so, weil er es von zu Hause so kennt. Der nächste sagt vielleicht Deckel, da geht Kondenswasser dann an den Deckel. Und dann ist es im Endeffekt so, immer wenn ich Kondenswasser am Deckel habe, tropft das auf mein Gargut. Das heißt, ich kann keine vernünftigen Röstaromen bekommen. Das ist einfach persönliche Geschmackssache, aber du musst es vorher wissen. Dann fragen mich viele, wie ist es jetzt, wo geht der Dunst überhaupt hier hin oder wo wird das Ganze hingesaugt? Im Endeffekt gibt es zwei Varianten. Es gibt ja einmal Abluft und Umluft. Dazu in einem anderen Video mehr. Ich möchte jetzt hier gar nicht so genau darauf eingehen. Im Endeffekt ist es so, die erste Schublade ist, wie schon gesagt, nicht nutzbar und es wird dann einfach der Dampf, den du nach unten wegsaugst, beziehungsweise der Dunst, wird entweder in einer geführten Umluft, sprich in einem Rohr nach unten transferiert und wird unten im Sockel wieder rausgeblasen. So wie du es jetzt hier siehst, es wird dann einfach so sein, wenn du Umluft hast, dass du einen spürbaren Luftzug hast. Bei Abluft ist es was anderes, weil das Ganze ja nach draußen geht. Und Variante 2 ist im Endeffekt, du bläst das Ganze ebenfalls wieder nach unten und du bläst es über einen niedriger geschnittenen Sockel raus. Sieht man in diesem Beispiel. Im Endeffekt gibt es dann kein Lüftungsgitter, sondern der Sockel ist einen Zentimeter weiter runtergeschnitten. Dort ist einfach dann eine Schattenfuge und daraus kann dann die saubere Luft wieder entweichen. Auch hier bei Abluft braucht man das nicht. Im Endeffekt ist es aber so, dass natürlich irgendwo Platz verloren geht, weil du einmal die Schublade verlierst
und auch hinten bei den meisten Geräten einen 10 cm Hohlraum brauchst, wo du die Rohre nach unten führen kannst. Es gibt mittlerweile Geräte, da kannst du unten die Auszugstiefe komplett 60 tief planen und verlierst tatsächlich nur die Schublade, wenn du es beispielsweise mit einer geführten Umluft machen willst. Das heißt, dass einfach die Luft durchgehend in einem Rohr drinnen ist, dann brauchst du immer 10 cm, wo das Rohr hinten runtergehen kann. Entweder du kürzt den Kochstellenschrank von einer standardmäßig 60er Tiefe zu einer 50er Tiefe und gehst dann mit den 10 cm hinter dem Schrank runter. Oder du planst in deiner Insel beispielsweise einen 60 cm tiefen Kochstellenschrank, machst das Ganze 70 cm quasi tief. Das heißt, im Endeffekt hinter deinem Schrank muss ein Hohlraum von 10 cm entstehen. Und dort führst du das Rohr runter. Das hätte den Vorteil, dass du einfach für deine Töpfe unten mehr Platz hast. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, einen Muldenlüfter nie unter einen Hängeschrank zu planen, weil Dampf physikalisch nach oben steigt. Und selbst wenn du einfach immer mit einem Kochdeckel kochst, irgendwann müssen die Spaghetti rein, du machst den Deckel auf, irgendwann musst du umrühren, dann geht der ganze Dunst nach oben, geht an die Unterkante von deinem Hängeschrank und dann wird der mit der Zeit einfach aufquellen und das wird garantiert immer zu einem Problem kommen. Zum Thema Saubermachen ist es immer so, dass du im Endeffekt das komplette Innenleben in den Geschirrspüler packen kannst. Du musst auch regelmäßig das Ganze innen drin sauber machen. Also hier wird definitiv das Fett drinnen sein. Wichtig ist vor allem, dass du nach dem Kochen, dadurch, dass das innen drin alles feucht wird, die Nachlaufautomatik durchlaufen lässt. Das bedeutet im Endeffekt, dass du 10 Minuten bei den meisten Herstellern einfach auf niedrigster Stufe das Gerät laufen lässt. Dadurch trocknet sich der Innenraum wieder komplett und dein Gerät ist dann innen drin komplett trocken. Auch dein Korpus und das Ganze, wo innen die Luft hingeführt wird, ist dadurch auch wieder trocken oder sollte wieder getrocknet werden. Ansonsten ist der Muldenlüfter wirklich sehr, sehr einfach zu reinigen und auch alles sehr, sehr gut zugänglich. Muldenlüfter haben seine Daseinsberechtigung, machen meiner Meinung nach total Sinn in einer Dachschräge beispielsweise, wenn jemand vollkommen ausreichend mit dem Platz zurechtkommt und vielleicht sagt, meine Beilagen mache ich eh im Multidampfgarer oder in den Dampfgarer. Ich brauche nicht so viel Platz am Kochfeld, aber man muss einfach vorher wissen, auf was man sich einlässt und vor allem, ob das System zu dir und deinen Kochgewohnheiten passt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mal einen kleinen Überblick geben. Es wird noch einen Teil 2 geben zu dem ganzen Video, weil das sehr, sehr umfangreich ist. Aber hier einfach mal die Key Facts, was es alles zu beachten gibt, wenn man einen Muldenlüfter kauft und vor allem, ob er für dich überhaupt das Richtige ist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal hier unten. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut und einen schönen Tag. Dein Daniel. Ciao.